Und es gibt sie doch, blühende Landschaften im Osten. Travel, Food and Comedy mit einem Sonderbericht aus der Bundesgartenschau in Erfurt 2021. Wir haben uns an den Ausstellungsflächen am Petersberg und am Egerpark umgeschaut. Mit Erfurt ist den Organisatoren der Bundesgartenschau tatsächlich ein großartiger Ort eingefallen. Die Bundesgartenschau findet an zwei Standorten statt. Der Petersberg ist der stadtnahe Standort und wie man sieht, kann man hier die Aussicht auf die Stadt genießen. Aber erstmal der Reihe nach. Ein Tagesticket für die WUGA kostet 25 Euro für Erwachsene. Die WUGA findet auch an Außenstandorten wie Weimar oder Nordhausen statt. Ins Gebet kommt man aber vor allem in Erfurt, nicht nur in der Insektenkirche. Typisch für jede Bundesgartenschau, tolle Sitzmöglichkeiten wie Liegestühle und in Erfurt ist wirklich die Stärke die Aussicht auf die Stadt. Schauen wir uns also im Gelände um. Unser erster Stopp, der Shop. Und unser Verkaufstipp, natürlich WUGA-Kaffee. Die historische Peterskirche ist eine der schönsten Ausstellungsflächen der WUGA. Die Kirche wurde extra für die Veranstaltung renoviert und zeigt die schönsten Schlösser von Thüringen. Der Rundgang durch das Gebäude ist visuell beeindruckend. Und wie man sieht, kann man auch wirklich seine Fußstapfen hinterlassen. Kein Wunder, wer hier Schmetterlinge im Bauch bekommt. Die virtuellen Rundgänge fordern ihren Aderlass. Lasst uns also nun auf die kulinarischen Möglichkeiten am Petersberg schauen. Wir studieren bei netter Aussicht die Speisekarte und entdecken eine klassische thüringische Rostbratwurst. Entscheiden tun wir uns aber für die Thüringer Kartoffelsuppe. Diese ist tatsächlich sehr gut gewürzt. Wer möchte, kann sich aber noch weiteren Grillspezialitäten widmen. Nach dem Essen ist es Zeit, sich mal fallen zu lassen. Für Kinder wirklich eine großartige Möglichkeit, die Rutsche. Die Erwachsenen erfreuen sich nicht nur an der Blumenpracht, sondern auch an den regelmäßigen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Da wären zum Beispiel die Thüringer Meisterschaft im Poetry Slam oder ein ABBA-Revival. Haben wir eigentlich schon die großartigen Sitz- und Liegemöglichkeiten erwähnt? Ist mir wahrlich Blume, aber selbst Schachfreunde kommen auf der WUGA zur Geltung. Peace-Freunde der gepflegten Bundesgartenschau. Mit diesem schmucken Hippie-Café ist unserer Ansicht nach den Veranstaltern einer der besten Locations der gesamten WUGA gelungen. Es gibt aber noch viele weitere Locations wie den Gesprächspavillon oder auch den Bienenstandort. Der Petersberg ist wahrlich eine gelungene Veranstaltungslocation. Für uns ist es trotzdem Zeit, weiterzuziehen. Mit der Straßenbahn fahren wir kostenlos in unserem WUGA-Ticket inklusive zum zweiten Veranstaltungsort, dem Egerpark. Wer möchte, kann die 1,4 Kilometer auch gerne zu Fuß gehen. Und beim Ankommen hätte man auch wieder garantiert tolle Sitzmöglichkeiten zur Erholung. Der Egerpark bietet den Besuchern ein wahres Blumenmeer. Es gibt hier aber auch ein paar Hallenausstellungen wie das Deutsche Gartenbaumuseum. Das Gelände am Egerpark ist deutlich größer als am Petersberg und es gibt einiges zu erlaufen. Dabei kann man auch ganz schön schräge Vögel entdecken.
Wer vor 2 Jahren die Buga in Heilbronn besucht hat, wird in Erfurt ein bisschen die Atmosphäre am Neckar vermissen. Dafür glänzt Erfurt mit schönen Aussichten vom Petersberg. Deswegen ist unser Urteil ein Unentschieden. 2023 findet die Buga übrigens in Mannheim statt. Nun widmen wir uns also wieder den kulinarischen Genüssen. Einer der besten Plätze im Egerpark ist hier die Lilienterrasse. Wir gönnen uns hier einen Karamell Macchiato und bereiten uns schon für das nächste Highlight vor. Konnichiwa und Domo Arigato in Japan. Eines der schönsten Plätze im Egerpark ist ohne Frage der japanische Garten. Aufwendig angelegt, regt er im Zen-Garten zur Achtsamkeit ein. Die Atmosphäre erinnert hier wahrlich an Nippon und wir sagen leise Sayonara. Noch, wer sitzt denn hier im Dom fest? Das ist doch die Bögerer Bünzel. Offenbar hat sich noch kein Befreier gefunden. Den freien Blick schwelgen kann man jedoch vom Buga Aussichtsturm aus. Der Treppenaufstieg dauert ein wenig, aber man wird entschädigt mit einem tollen Blick über den Thüringer Wald und natürlich die City. Leider nicht mehr geschafft haben wir es ins großartige Wüstenhaus Danaki. Hier ist auch eine Voranmeldung notwendig. Immerhin konnten wir uns im Danakil-Restaurant mit Apfelkuchen trösten. Die wirklich lohnenswerte Buga in Erfurt läuft noch bis zum 10. Oktober 2021. Und selbstverständlich folgt auf diesem Kanal noch ein Video über die Sehenswürdigkeiten von Erfurt.